Um zukünftige Plagiatsvorwürfe zu entkräftigen, ja, wir recherchieren im Internet. Anfang Februar haben wir Deutschlands höchstes Skigebiet auf der Zugspitze getestet. Während das Allgäu am Schneemangel jammerte, auf 2000 bis 2720 Höhenmetern ist das kein Problem mehr. Drei Auffahrtsmöglichkeiten gibt es. Aus Deutschland mit der Eibseeseilbahn oder mit der Zugspitzbahn von Garmisch, von Österreich mit der Tiroler Zugspitzbahn von Ehrwald. Das bekannte Schneefahnerhaus wurde laut Wikipedia 1931 eröffnet, diente als Hotel und ist heute als Umweltforschungsstation in Betrieb. 7 Monate hat das Skigebiet geöffnet. 22 Pistenkilometer stehen hier bei einem 6er Sessellift und 8 Schleppliften bereit. Am besten zu fahren war an diesem Tag der Bügellift am Wetterwandeck. Carven bis der Arzt kommt, die Piste macht Spaß und ist auch breit genug dafür. Der Funpark auf der rechten Seite der Anlage schüttelt dann die Bandscheiben auch wieder schön in Ordnung. Die Aussicht haut einem schier vom Hocker und es macht einfach Spaß, auf dem Zugspitzplatz rumzuschießen. Tiefschnee war an diesem Tag leider nicht möglich, der Schnee war extrem hart. Alle weiteren Pisten sind in diesem Gebiet schön zu fahren und machen natürlich unter der Woche jede Menge Spaß. Im Selbstbedienungsrestaurant Sonnalpin haben wir unsere Mittagspause gemacht. Die Schwaben werden ächzen. Ja, es ist ein bisschen teurer, aber das Personal ist sehr, sehr freundlich. Fazit von uns, ein schönes Gebiet, zwar etwas teurer, aber wer auf Nummer sicher gehen möchte, ist hier gut aufgehoben. Weitere Infos und Links zu den Gebieten wie immer bei uns auf der Webseite.